einem neuen Video von mir auf meinem Beauty-Vlog. Heute gibt es ein neues Unboxing von mir und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich zeige euch heute die Glossy Box vom April 2021 und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wenn euch mein Video gefällt, gebt mir wie immer einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch keine Care-Stylist seid, dann wird es höchste Eisenbahn. Also unten noch ganz schnell auf Abonnieren klicken und die kleine Glocke aktivieren, dann verpasst ihr gar kein Video mehr von mir. Und wer mir auch noch auf Instagram folgen möchte, darüber würde ich mich super freuen. Den blende ich hier noch jetzt meinen Namen ein und verlinke ihn euch unten in der Infobox. Und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, wie immer waren im Versandkarton so ein paar Rabattcodes drin. Ja, ich habe heute hier die Glossy Box im klassischen Design, so wie man sie kennt. Das ist jetzt die Glossy Box vom April. Die Glossy Box, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir vom Inhalt eigentlich sehr gut. Das Einzige, was echt ist, ich bin manchmal mit der Beschreibung nicht ganz so zufrieden. Manchmal stimmt es nicht richtig überein. Und das ist so mittelmäßig, also manchmal steht mehr drin, als man überhaupt möchte. Und das andere Mal fehlen Produkte, die beschrieben sind, aber dann in der Box nicht vorkommen. Oder die in der Box drin sind, aber dann nicht beschrieben sind. Also mit der Beschreibung bin ich so mittelmäßig zufrieden. Das ist jetzt die Beschreibung von der aktuellen Box. Ich bin mal gespannt, ob da alles drin ist. Zumindest riecht die Box schon mal sehr gut. Ich habe sie schon aufgemacht. Riecht wirklich toll. Was mich ein bisschen stört bei der Glossy Box, sie kommt relativ spät. Sie wird pünktlich zum 1. abgebucht und meistens erhalte ich sie dann erst zum 15., wenn ich Glück habe. Und diesen Monat war es nochmal ganz schräg, weil wirklich, wenn die Glossy Box hat dann ein, oder von der Glossy Box kam dann eine E-Mail, dass sie noch später kommt. Und jetzt ist sie tatsächlich wirklich im Prinzip fast zum Ende des Monats angekommen. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber wenigstens hat man es vorher angekündigt. Aber allgemein, also sie kommt wirklich sehr, sehr spät. Und das finde ich ein bisschen blöd. Aber nichtsdestotrotz, die Produkte, muss man echt sagen, die sind in Ordnung. Also ich hatte bis jetzt kaum was, was jetzt irgendwie nicht gut gewesen wäre. Genau. Also wie gesagt, das war jetzt hier so die... die Beschreibung, die ist immer sehr schön aufgemacht, es ist nur nicht immer ganz vollständig oder nicht ganz so genau. Genau, dann habe ich hier von, hier war das erste Produkt raus und zwar von Essie Spa, eine Handlotion, genau, Glycerin Handlotion. Ich wusste gar nicht, dass Essie auch sowas hat. Ich kenne Essie nur von den Nagellacken her. Intensiv Handlotion, Koriander, Öl und Glycerin. Vielleicht ist das was so... oh nein, oh Gott. Hier ist was offen. Oh, das geht aber gar nicht. Schaut euch mal das an. Das hier ist offen. Sehe ich gerade. Ich denke die ganze Zeit, was riecht denn hier so? Aber das hier ist offen. Das ist ein... also, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Moment kurz. So was Blödes. Ja, also hier in der Glossy Box gab es wohl einen kleinen Unfall dieses Mal. Das ist mir noch nie passiert und finde ich auch ein bisschen schräg, weil das Döschen, das aufgegangen ist, eigentlich sogar so einen Schraubverschluss hat. Also ja, egal, also darum kümmern wir uns gleich auf jeden Fall. Wie gesagt, von Essie Spa habe ich hier diese Handlotion, soll nach Koriander und nach Öl riechen. Und hier riecht jetzt alles nach diesem Produkt, das ausgelaufen ist. Ja, machen wir mal weiter. Ich zeige euch das zum Schluss. Genau, hier habe ich jetzt ein festes Shampoo von Garnier, wahre Schätze, festes Shampoo. Richtig cool. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon viele feste Shampoos getestet und bin davon, von dieser Technik, ich finde es eine tolle, ich finde es toll, dass man in diese Richtung denkt. Muss ich ganz klar sagen. Also ich unterstütze den Gedanken, deswegen versuche ich auch immer das zu testen und auszuprobieren. Aber ich muss auch ganz klar sagen, ich habe jetzt schon so oft feste Shampoos auch ausprobiert, zum Beispiel von Formi und wie die Marken alle heißen, und bin nicht hundertprozentig mit dieser Technik schon d'accord. Also ich weiß, bei mir funktioniert das noch nicht so gut. Ich hoffe, dass es vielleicht noch ein bisschen ausgereifter wird oder dass noch mehr, dass noch bessere auf den Markt kommen, die nicht so fettige Haare machen und so. Also ich komme mit diesen Shampoos noch gar nicht klar, bin aber immer offen, die auszuprobieren, weil ich wirklich auch das toll finde, dass die
Hersteller sich Gedanken machen, umweltfreundlich und plastikfrei und mikroplastikfrei und eben ja einfach umweltfreundliche Produkte zu produzieren und ja, und schadstofffrei. Und das hier ist für normales, glanzloses Haar, plastikfreie Verpackung mit Inhaltsstoffen pflanzlicher Basis und soll Glanz verleihen. Da bin ich schon sehr gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall testen. Vielleicht, ja, also ich werde es auf jeden Fall testen. Und das ist ja auch ein neues. Also von dem her bin ich schon sehr gespannt, wie das dann funktioniert. Genau. Dann ziehe ich hier von Catrice einen Ultimate Day Waterproof Lip Tint raus. Wow, wie cool! Ich muss ja ehrlich sagen, ich war am Anfang kein Fan von den Lip Tints, habe aber jetzt schon ein paar gesehen, die echt gut aussehen. Ich persönlich stehe lieber auf Lipgloss und Lip Tints ist wirklich nicht so ganz. Oder zum Beispiel auch so Buttergloss oder so. Die Lip Tints, die ich bis jetzt bekommen habe, ich habe jetzt mal einen gehabt von Essence, der war wirklich nicht toll, oder von Trended Up habe ich auch mal einen gehabt, die haben mir nicht so gut gefallen. Jetzt habe ich hier mal einen von Catrice, sieht eigentlich aus wie ein Liquid Lipstick. Ich bin sehr gespannt, wie der wirkt. Also die Farbe sieht schon mal sehr schön aus. Das ist die Farbe... Dum dum. Ah ja, 030 Never Let You Down. Genau. Also, ja, genau. Ich denke, also wenn das so aussieht, wie es da drin ist, dann ist es echt super. Dann ziehe ich hier von CAP einen Concealer raus. Cool. Kim, Ariana und Brielle. Die Marke CAP. Die Marke CAP sagt mir gar nichts. Kim, Ariana und Brielle, meine ich, sind doch solche tollen Influencerinnen, die auch so ein Produkt irgendwie erstellt haben. Ja, ich muss mir das mal anschauen. Also die Marke kenne ich persönlich nicht. Und das hier ist jetzt einfach so ein Concealer, ein Full Coverage Concealer. Genau, also bin ich schon sehr gespannt, das auszuprobieren. Wie gesagt, ich hab ja gar nicht so viele Concealer da, deswegen finde ich das jetzt sehr spannend. Ich habe noch nie einen Concealer aus so einer Box rausbekommen. Und ja, genau. Dann ziehe ich hier noch raus von Elikia Beauty. Das kenne ich auch gar nicht, also die Marke sagt mir überhaupt nichts. Ziehe ich hier den Illuminator Vegan und... Was ist denn das? Ich kann gar nicht sagen, was das ist. Das ist ein Primer. Sieht ein bisschen aus wie ein Primer. Illuminateur Natural. Also es ist französisch geschrieben. Ich Illuminator. Ich bin nicht so gut in Französisch. Jetzt schauen wir mal hier, was das ist. Ich bin mir da gerade noch ein bisschen unsicher, was das genau sein soll. Momentchen. Finde ich das überhaupt? Das ist jetzt wieder die große Frage. Ist es überhaupt hier drin? Naja, also bis jetzt... Ah ja, hier. Ah, ein Highlighter ist es. Ein Rosé-Highlighter von Elikia Beauty. Also ich kenne die Marke überhaupt nicht. Rosé-Highlighter finde ich sehr spannend. Ich bin ja eigentlich nicht so der große Highlighter-Typ, weil ich von Natur aus eben glänze und weil mir das oft einfach... Ich muss immer aufpassen, es kann immer der Touch too much sein, wenn ihr versteht. Aber ein Rosé-Primer habe ich schon oft, habe ich auch schon ein paar gehabt. Die sind echt toll. Die sehen auch sehr natürlich aus und geben eine tolle Frische rein. Und von dem her bin ich da schon sehr gespannt. Ja, jetzt kommen wir noch zu dem Produkt, das ausgelaufen ist. Ja, das Produkt, das das aufgegangen ist und dann so irgendwie drin lag, ist ein Body Scrub von der Marke Baya Paris. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Kenne ich auch nicht die Marke, muss ich ehrlich sagen. Also erstmal kann ich feststellen, es ist aufgegangen. Das ist sehr, sehr schade. Das finde ich immer sehr blöd, wenn sowas aufgeht. Ist aber wirklich mein, muss ich trotzdem zur Verteidigung sagen, ist mein allererstes Produkt, das jemals offen gekommen ist. Also sonst habe ich da eigentlich noch nie Probleme gehabt, dass mir irgendwas ausgelaufen ist. Und ich kann froh sein wahrscheinlich, dass es kein Öl oder irgendwas ist, sonst wäre jetzt alles andere auch voll. Ich werde das jetzt wahrscheinlich nachher hier abwaschen und werde das dann trotzdem verwenden.
Der Duft, also hier riecht jetzt alles nach diesem Teil hier. Der Duft stammt von der Tiare-Blume. Also es riecht sehr, sehr toll. Muss ich ganz klar sagen, es riecht echt super. Ich bin ganz begeistert von dem Duft. Und da drinnen, also das ist ein Körperpeeling, ein Body Scrub. Und es soll eben die abgestorbenen Hautschüppchen wegmachen. Und ist komplett aus hochkonzentrierten Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Da ist zum Beispiel drin Meersalz, Shea Butter, Nussschalenpulver und Sonnenblumen, Buriti, Jojoba und Kokosnussöl. Soll eben für mit dem Tiare-Duft für Frühlings-Vibes sorgen und eben für eine schöne Haut im Sommer. Also ich bin schon sehr gespannt. Einmal wöchentlich auf die feuchte Haut auftragen, in kreisenden Bewegungen einmassieren und anschließend gut abspülen, ja. Also, kleiner Unfall hier an der Stelle, muss man ganz klar sagen, aber da kann das Produkt nichts dafür. Die Glossybox vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, sowas kann auch mal passieren. Und ich werde es nachher den Deckel ausspülen und hier so ein bisschen sauber machen und dann werde ich es auf jeden Fall verwenden. Und bin schon ganz gespannt und auf jeden Fall riechen tut es auf jeden Fall super. So, ich bin jetzt schon wieder fertig mit den Produkten. Für das, dass es so wenig Produkte waren, war diese Box jetzt sehr skurril, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich bin jetzt wieder am Ende von diesem Video angelangt. Ein sehr, sehr seltsames Video irgendwie. Es sind deutlich weniger Produkte wie letztes Mal in der Glossybox drin, finde ich. Ich bin jetzt nicht ganz so überwältigt, sage ich mal so. Es sind zwei tolle neue Marken drin, die ich gar nicht kenne. Dieses Cup und dieses Elikia. Dann ist dieser Unfall passiert. Ich bin da eigentlich kein nachtragender Mensch. Das ist nicht schlimm. Ich denke mal, es kann immer was passieren. Was ich mir gerade aber vorgenommen habe, da ja in einem Monat, fast in einem Monat, mein Care Action Day stattfindet, werde ich dieses Produkt hier, diese Garnier Bare Schätze Feste Shampoo, werde ich auf jeden Fall in eine Gewinnspielbox reinpacken. Und ja, dann könnt ihr das am 5. Juni 2021 am Care Action Day gewinnen, in irgendeinem Gewinnspiel. Ihr wisst ja, da gehe ich immer den ganzen Mittag live und habe tolle Gäste dabei, tolle Beauty Talks und so weiter. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf und freue mich riesig. Das soll ein riesengroßes Dankeschön an euch sein. Und da gibt es in jedem Livestream, wirklich in jedem Livestream, was zu gewinnen. Es gibt so viele Gewinne ihr könnt wirklich sehr gespannt sein und ich hoffe, ihr macht mit. Und ja, und ich hoffe, euch hat das kleine Video jetzt gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag bei allem, was ihr tut. Viel Spaß, das war's, eure Care. Ciao!